neue Pokémon-Box hier ist erst seit wenigen Tagen im Handel erhältlich, aber es gibt sie jetzt schon zum absoluten Schnäppchenpreis. Wie viel ihr bei dem Teil hier sparen könnt, was hier so drin ist und ob es endlich mal besser gönnt als das Opening zuletzt. Oh, wir gehen komplett leer aus. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Was ist denn das? Ja, es darf wirklich besser werden. All das verrate ich euch im heutigen Video. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greeby von Giga Labastia, dem klein bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Herzlich willkommen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Premium-Kollektion, um genau zu sein, Crimanzo EX Premium-Kollektion. Wir hatten hier auf meinem Kanal bereits einige von solchen Boxen vorgestellt. Ich erinnere an die Glurak EX Premium Kollektion, die ja wirklich nicht schlecht war, oder aber an die Smith Toys exklusive Garados EX Premium Kollektion. Und nun also steht ein Feuer-Pokémon im Fokus aus Paldea, Crimanzo. Es gibt ja auch Azugladis, da sehen wir's. Und die beiden waren ja auch so ein bisschen Maskottchen für die Europameisterschaften in London. Vielleicht hat der ein oder andere von euch da die offiziellen Livestreams verfolgt. Kann man auch nachträglich natürlich noch anschauen. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die Pokémon Company passend dazu gesagt hat, wir brauchen da eine extra Premium-Kollektion. Jetzt muss ich ganz klar sagen, diese Crimanzo EX-Karte ist eine Promokarte, was natürlich schon mal schön ist. Die Frage aber, die sich mir stellt, ist, ist sie auch spielstark? Ist sie wirklich was wert? Ist sie sinnvoll wie Glurak damals? Denn das war ja wirklich eine feine Sache. Bei Garados war es ein bisschen schade, weil es einfach nur ein Reprint war aus Karmesin und Purpur. Hier haben wir Crimanzo EX und wir sehen die feuerrote Rüstung als Fähigkeit. Wenn dieses Pokémon volle KP hat, werden ihm durch Attacken von Pokémon des Gegners 80 Schadenspunkte weniger zugefügt und versengende Bazooka macht 40 Schaden plus für jede an dieses Pokémon angelegte Feuerenergie nochmal 40 Schadenspunkte obendrauf. Das heißt, wenn man zwei Feuerenergien für diesen Angriff anlegt, dann ist man immerhin schon mal bei 120. Das ist jetzt nicht wenig, auch nicht unfassbar viel. 260 KP hat Crimanzo, ist jetzt nicht das tankigste Pokémon, also defensiv sehr stark, das will ich jetzt nicht sagen. Aber immerhin eine schöne Full-Art-exklusive Promo, das mag ich immer sehr. Dazu gibt es noch das Azugladis, was wir schon aus anderen Sets kennen. Paldea, Entwicklungen in Paldea war es, genau. Gab es dann auch nochmal in Paldeas Schicksale. Hier also mit diesem schönen Galaxy-Holo-Foil, das mag ich persönlich ja sehr, sehr gern. Und dann haben wir hier drüben noch das süße Knabon. Auch das bekommt hier aus Paradox Rift nochmal eine Neufassung in Form dieses tollen, tollen Holo-Effekts. Ein Swirl kann ich jetzt hier nicht erkennen, aber trotzdem sehr, sehr cool. Sind bekannte Karten. Also, ich gehe davon aus, es gibt viele Fans davon. Ich weiß auch, dass Azugladis im neuen Pokémon-Anime Horizonte eine etwas größere Rolle einnimmt. Aber ich will natürlich schauen, was kann diese Box denn? Sie kostet immerhin satte 47,99 Euro oder 46,99 Euro, sowas in der Drehe. Ihr findet sie aber bereits hier und da auch für ein paar Euro günstiger. Dazu aber später mehr, da gibt es nämlich aktuell auch noch ein sehr starkes Angebot. Ihr bekommt, wie schon bei den anderen Kollektionen, einmal eine Halterung samt Rahmen. Die Halterung haben wir hier, da steckt ihr dann den Rahmen hier drauf und könnt da jede x-beliebige Karte reinpacken. Ist so ein Magnetcase, ne, dass ihr es hier zumindest mal gesehen habt. Karte kommt dann rein, zack, fertig. Haben wir auch hier zum Beispiel schon stehen. Ja, da haben wir sie mal reingepackt hier. Aus dem japanischen Paradox Rift Set war das, glaube ich. Haben wir dann in diese Garados-Halterung reingepackt. Ja. Also ich sag mal, fürs Regal ist es schon ganz niedlich. Kann jeder jetzt für sich entscheiden, ob er das toll findet oder nicht. Ist halt mal eine extra Beigabe, die es sonst so noch nicht gab. Dazu gibt es ein paar coole Kartenhüllen, wie ich finde. Schwarzer Rand diesmal auch. Die sehen schon ganz sweet aus. Man muss halt Fan des Pokémons sein. Ich mag halt Azugladis tatsächlich sehr. Crimanzo ist okay. Spiele ich teilweise auch in Karmesin und Purpur Videospiel. Und dann habt ihr 6 Booster. 6 Booster ist fein. Ist genauso viel wie in der neuesten Enigmara-Kollektion. Die habe ich euch auch schon vorgestellt auf meinem Kanal. Also checkt ganz gern die ganzen Videos mal ab, falls noch nicht geschehen. Abonniert natürlich auch sehr gern den Kanal.
Kanal jetzt schon und lasst ein Like da. Über jede Unterstützung freue ich mich sehr, denn natürlich soll der Kanal noch ein bisschen weiter wachsen. Und jetzt schauen wir mal rein, wie denn hier die Auswahl so ist. Erstmal ein bisschen Plastik. Ja, jetzt muss ich hier nochmal kurz reingrätschen, denn ich hatte ja gesagt, 47 Euro ungefähr, unverbindliche Preisempfehlung, gibt es aber tatsächlich hier und da eben, wie gesagt, ein bisschen günstiger. Und beim Marktkauf aktuell, bundesweit, in teilnehmenden Märkten, also checkt eure Prospekte, da kriegt ihr diese Box sogar für 35 Euro. Hä? Das ist schon wieder so eine Kampfansage. Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich sie mir vielleicht dort geholt. Ich habe jetzt leider ein bisschen mehr zahlen müssen. Aber manchmal ist es so. Man kann ja nicht überall sparen. Aber ja, also 35 Euro für 6 Booster und diese tollen Promos. Das ist schon ein krasser, starker Preis, oder? Was sagt ihr? So, und ich habe schon was gesehen, was mir sehr gut gefällt. Also wir haben mit Gewalten der Zeit das aktuellste Set. Das darf nicht fehlen. Paradox Rift. Karmesin und Purpur. Nochmal Gewalten der Zeit, Obsidian Flammen und Verlorener Ursprung. Das finde ich ziemlich, ziemlich nice. Hatten wir kürzlich erst in der Kollektion mit drin gehabt. Finde es ganz cool, dass die alten Schwert- und Schild-Sets nochmal so einen kleinen Push bekommen. So eine kleine Auflage in den neueren Sets. Ansonsten eine sehr breite Mischung. Dass wir zweimal der Gewalten der Zeit haben, finde ich gut, ja. Ich finde es in Ordnung, dass in aktuellen Produkten auch die jeweils aktuellsten Sets mit vorhanden sind. Paradox Rift ist noch mit am Start und dann haben wir hier einfach nochmal, ja, zwei Karmesin und Purpur Sets, die vollkommen okay sind. Obsidian Flammen, da gibt es das Glurak zu holen. Karmesin und Purpur, eines der besten Basissets, wie ich finde, jemals. Auch wenn vielleicht der Wert der Karten mittlerweile gesunken ist, aber da sind einige richtig schöne Karten mit dabei. Und Verlorener Ursprung, ihr wisst ganz genau, ich suche immer noch nach Aerodactyl, von daher ziehen wir es heute vielleicht sogar. Wir gehen aber erstmal rein in Gewalten der Zeit. Auch dieses Set gehört vielleicht nicht zu den beliebtesten, aber der Wert der Karten ist nach oben geklettert. Elektroenergie. Boah, das geht schon mal gut los, weil natürlich auch die Karten gefragt sind bei Spielern. Sammler, weiß ich gar nicht, ob das Set so mega krass beliebt ist. Es gibt schon sehr viele schöne Karten, wie Bells Hingabe zum Beispiel. Auch als Special Illustration Rare steht bei mir noch ganz oben auf der Liste. Ansonsten haben wir viele Pokémon aus der Zukunft und aus der Vergangenheit. Wolverock ist am Start, Relikant und vielleicht sogar First Pick Luck, Leute. Schauen wir rein. Jawohl, das ist First Pick Luck. Tengulist als Illustration Rare. Ich glaube, wir hatten sie mal auf Japanisch gezogen bei einem Opening. Und hier ist sie jetzt also. Sehr starke Karte. Tengulis gehört gar nicht so in die höheren Sphären meiner Lieblings-Pokémon, aber dafür, und das finde ich ganz cool, hat es eine sehr schöne Illustration hier abbekommen. Ich mag das, dass gerade solche Pokémon, die vielleicht bei dem einen oder anderen eher im Hintergrund sind, hier einfach mal gewürdigt werden. Phänomenal. Ich habe erst vor kurzem bei Deep Pocket Monster reingeschaut. Grüße gehen raus. Der hatte alle Pokémon aus Höhen als Karte sammeln wollen, als deine Challenge. Und da ist die hier, glaube ich, sogar mit angesprochen worden oder wurde sogar mit eingereiht. Tengulist, mein lieber Scholli. Als japanische Karte da natürlich noch. Was haben wir noch dahinter? Noch ein Eisendorn, aber das ist natürlich schon mal ein traumhaft schöner Auftakt. Eine Illustration Rare aus dem aktuellsten Set nehme ich. Nicht mehr ganz so aktuell, aber für Spieler immer noch sehr aktuell ist Paradox Rift. Da haben wir zum Beispiel Donnersichel, was nach wie vor gespielt wird im TCG. Da habe ich euch auch neulich einen Vlog mal hochgeladen dazu. Kampfenergie. Aber es ist Stahl. Falls jemand Interesse hat, mal ein bisschen reinzutauchen. Wie starte ich denn das TCG? Wie kann ich vielleicht mein erstes Deck zusammenstellen? Worauf sollte man achten? Da findet ihr ein paar Antworten. Rückentwicklung ist zum Beispiel eine relativ spielstarke Karte momentan. Vor allem als Konter gegen das Glurak-Deck. Dann haben wir ein Gierspenst und zweiter Hit im zweiten Booster. Ich würde nicht Nein sagen. Hallo da. Immerhin Professor Futurs Szenario als Reverse. Auch eine Karte, die man spielen kann. So ein schöner Holo-Effekt. Und ein Dinglu. Lange nicht gezogen. Habe ich die überhaupt schon gezogen? Bestimmt. Ja, und jetzt kommen wir doch langsam so in die Booster-Erweiterungen, bei denen ich sage, ja, macht schon Spaß, das immer noch zu öffnen. Da fehlt auch nicht mehr allzu viel im Ordner. Ihr wisst es ja, ich versuche durchaus bei den Karmesin und Purpur Sets immer wieder ein Master Set anzufangen, also jede Karte zu ziehen. Auch mit den Reverse Holos. Feuerenergie. Aber es ist Pflanze.
Ist natürlich bei den einen mehr, bei den anderen weniger machbar. Aber ich denke, gerade Karmesin und Purpur ist so ein Set, dass es sich, wo es sich durchaus lohnt und wo die Preise auch entsprechend niedrig sind. Das heißt, zur Not kann man auch mal was einzeln kaufen. Aber ich möchte auch auf ein paar Messen mal fahren. Jetzt schaffe ich es leider nicht zur Cardvention in Kaiserslautern, aber bei der einen oder anderen Messe werde ich zugegen sein. Und vielleicht mache ich dann auch mal so eine kleine Tausch-Challenge. VBT's Reverse und bitteschön, nächster Hit. Jawohl, das ist der nächste Hit. Tarundel, wieder eine Illustration Rare, ihr Lieben. Ach, ist das schön. Ich glaube, mir fehlt aber Spinsidias. Ich glaube, Tarundel hatten wir ganz am Anfang der Erweiterung mal gezogen. Trotzdem freue ich mich sehr darüber. Ich glaube, die ist nichts mehr wert oder so. Ne? Der ein oder andere fragt ja immer nach. Wir blenden mal den Preis ein. 1-2 Euro mehr glaube ich fast nicht. Was haben wir noch dahinter? Ein Skelokrok mit dem feurigen Gesang, aber dass wir hier noch eine zweite Illustration mehr rausziehen, das finde ich richtig, richtig schön. Und da sind wir jetzt schon bei 2 Hits aus 6 Boostern. Ne, aus, ja, insgesamt 6 Boostern. So, wir haben ja noch die Hälfte übrig, ihr Lieben. Die Hälfte haben wir ja noch. Gehen wir rein in Obsidian Flammen. Eine Erweiterung, die in der Regel ganz gut gegönnt hat. Und natürlich brauche ich auch hier noch die ein oder andere seltene Karte. Feuerenergie nochmal. Aber es ist nochmal Pflanze. Okay, warum denn nicht? Ich glaube, Goldkarten sind es vor allem, die ich sehr, sehr selten ziehe. Gehören ja auch zu den seltensten Karten, die man überhaupt aus einem Set ziehen kann. Flampivian, Groing ist dabei. Ignivor von Yukamori wohlgemerkt. Schönes Knete-Pokémon. Und Togepi. Dahinter vielleicht trotzdem noch eine EX. Oh, eine Full-Art-EX sogar. Knattertox. 3. Hit. Aus diesen 6 Boostern. Ach, da freue ich mich aber. Wir haben Knattertox, wenn ich mich recht entsinne, 2-mal als Special Illustration Rare gezogen. Und hier haben wir jetzt also die Full Art Variante. Centering leider nicht ganz okay, aber das passt schon. Aufmotzen und wilder Drift. Ich mag den Hintergrund auch sehr. Der passt ganz gut zu Knattertox. Schöne Karte. Und ich bin irgendwie Fan von Full Arts. Das macht was mit mir. Das spricht mich einfach an. Schöne Karte, schöner Hit. Ach, da freue ich mich. Obsidian Flammen. Ich sag's ja. Obsidian Flammen gönnt in der Regel doch ganz gut. So, jetzt gehen wir aber mal langsam ans Eingemachte. Verlorene Ursprung. Jetzt haben wir schon 3 Hits. Ob wir jetzt ausgerechnet aus dieser Erweiterung hier was ziehen, wage ich fast zu bezweifeln. Aber hey, wir wollen es trotzdem versuchen, ihr Lieben. Kampfenergie natürlich bei Verlorener Ursprung. Hallo? Nochmal Pflanze? Okay. Roserade. Hisui Viscagott. Ich würde übrigens auch, was weiß ich, Giratina nochmal nehmen. Eine normale Wii oder so. Ist das auch Yukamori? Das ist auch Yukamori. Hab ich nie so auf dem Schirm gehabt, das Krambox. Irgendwas schönes, spielstarkes nehme ich gern. Oh nein, was? Nee. Als ob wir die Pikachu-V-Karte ziehen als Trainer Gallery. Eine der besten, die ihr ziehen könnt aus dem Set. Okay, das ist krass. Also das ist wirklich stark. Was ist das für eine coole Box? Die hat sich ja richtig gelohnt. Oh mein Gott, ich hab die schon mal gezogen. Die hatten wir mal in der Mew-Box gezogen, die es bei Müller gab. Und das kann doch nicht sein. Ich hatte die dann auch mal einzeln gekauft vorher. Jetzt habe ich sie 3-mal. Ich meine, sieht cool aus im Ordner, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ich mag sie, eine meiner absoluten Lieblingskarten aus der Schwert- und Schildzeit. Pikachu sieht super aus. Dann haben wir den tollen Nachthimmel. Rot, Trainer Rot im Hintergrund. Mit der Karte und dem Kampffahnder auch. Eines der besten Items übrigens aus den Spielen. Also das ist eine wahnsinnig starke Karte. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? Phänomenal. Phänomenal. Was ist noch dahinter? Ein Thanatora als Holo sogar. Sehr, sehr nice. Aber das ist ja bombastisch. Also das ist wirklich, wirklich eine sehr krasse Box gewesen. Und das Beste ist, wir haben sogar noch die Chance auf einen weiteren Hit. Und wir sind schon bei 4 Hits, 2 Illustration Rares, eine Full Art und auch noch die Trainer Gallery Karte, Wasserenergie. Schon wieder Pflanze, okay. Ist nicht so schlimm. Bekommen wir noch einen letzten Hit, ihr Lieben. Like da lassen, Abo da lassen, unterstützt diesen Kanal sehr gern. Und dann hoffen wir jetzt mal auf einen weiteren Hit. Wir haben Riesenzahn, das ist sogar das spielstarke Riesenzahn. Sehr gut, das lege ich mir direkt mal beiseite für ein Deck, das möchte ich zusammenstellen. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch diese Box auch holen würdet
Und was ihr zur Booster-Auswahl sagt, preislich, sie ist halt schon hier und da im Angebot. Zu Beerus. Trommelwirbel nochmal. Okay, ist nur ein Wommel, ist dahinter aber noch was? Da ist wirklich noch was! Noch eine Full Art! Was ist denn das für eine Pull-Rate? Xerox EX! Boah, ey, wir hatten letztens ein Video hochgeladen. Das war richtig schlimm. Also das war ja wirklich eines der schlechtesten Openings, die ich je hatte. Aber diese Box macht vieles wieder wett. Xerox EX. Auch das ist eine spielstarke Karte, möchte ich dazu sagen. Gibt's ein Deck dazu, ja. Kann man gut nutzen. Mit Stahlflügel 70 Schaden während des nächsten Zuges werden Xerox durch Attacken des Gegners 50 Schadenspunkte weniger zugefügt. Und Crossbrecher 120 für jede Stahlenergien, die man ablegt. Und man darf bis zu 2 Stahlenergien von diesem Pokémon ablegen. Also kann sie 240 Schaden machen. 270 KP hat Xerox EX und das sieht auch einfach fantastisch aus. Ist aber auch ein cooles Pokémon. Ihr Lieben, was für eine heftige Ausbeute. Das nenne ich mal eine krasse Box. Hat die bei euch auch so gegönnt? Lasst mich ganz gerne mal wissen. Schreibt sie in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Euer Giga Greevy von Gigalabastia. Ciao, ciao.